Wir gehen jetzt rein. Shabab. Yo, servus Leute, seid herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Ihr wisst Bescheid, wir sind am Start, live auf Twitch. Wir haben Freitag 1 Uhr 27. Perfekt, spiegelverkehrt, sieht man nicht. Wir haben so lange auf diesen Song gewartet. Endlich ist es soweit. Wir machen immer so am Donnerstagnacht so eine fette Liste und dann gucken wir per Zufall, auf wen wir so reagieren. So, die Liste könnt ihr immer entscheiden, deswegen kommt gerne vorbei auf Twitch. Erster Link, auf das Herz klicken, kostenlosen Follow dalassen. Shabab, perfekt. Shabab. Scooter. Scooter heißt der Song. Der Bruder ist weitergekommen, ne? Er war ja in der Gruppe mit Akawi, mit Skandal und mit Azu. Ich hoffe, ich habe keinen vergessen. Und er ist weiter natürlich. Wir gehen jetzt rein. Ich freue mich auf den Song. Video ist von Roman Reigns. Nein, von Roman Icha. Produced by Young Rocks und Claro Beats, okay. Mixed by Young Rocks, alles klar. Let's go. Erstmal eine Kokosnuss schlürfen, aber geiles Gefühl. Wenn die auch frisch ist. Okay, er wechselt vom RS Coupé auf einen Scooter. Okay. Europa TP, Stebas Legende wie Pele. Bene Bacimo Schotter von Bina, Gemütkopfren wie. Mann, warum? Ich hab grad daran gedacht. Der eine Song, den er released hat, der war so schlecht abgemischt. Und jetzt kommt seine. Ich hoffe, das ist nur ein Effekt. Ich hoffe, es ist nur ein Effekt. Bitte. TP, Stebas Legende wie Pele. Bene Bacimo Schotter von Bina, Gemütkopfren wie Sine die Sidan. RSS! Durch deine Cheats, lass dich verbluten in deinem Kiez und gebe der Maske danach Bachschieß. Mein Rap ist mit Dorsch, ich schieße mit Eisen. Am Telefon frage Jimmy nach Dreisip. Am Telefon frage Jimmy nach Dreisip. Dreisip, der mein Charge auf Weg nach Zim, meiner Humor. Geh raus mit Zafaro, komme nach Hause mit Mula. Diese Stelle hat so richtig an RS Coupé erinnert. Da gibt's auch eine Stelle. Ja, ich zieh an ihn vorbei. Oder das hört sich vom Sound her gut, aber von der Abmische nicht gut. Abmische, seine Stimme ist im Hintergrund, als würde er in einem Nebenzimmer rappen mit einer ganz dünnen Wand. Einer ganz, ganz dünnen Wand. Hör das mal bei Spotty, vielleicht ist da besser. Wahrscheinlich nicht, es liegt halt an den Producern, weil das halt noch sehr unerfahrene Leute sind, auch Mix und Mastering. Nicht Producer, Mix Mastering vor allem. Weil es noch sehr unerfahrene Leute sind und nicht so wie Xandro seit 15 Jahren Musik machen. Es liegt halt daran. Sitz mit Jamaat im Block um 6 Uhr, trink Chai mit Busbus. Das Schurter stimmt in mein Apartment und sorgt nachts für Lagerlust.
mich in die Augen. Ruhe, gern mit leicht. Der Prinz im Kaffee hat mir wie sein Kind sein. Komm aus dem Boah. Viertel, ach, Ruhe. Mach dich groß und sorg für den Tod aller Stück gleich. So zeigt bei Mula. Bruder. Fick sie auf, krieg ich im Sixer. Der Harrier sucht ein Eier mit Düssel. Woll mich in Habis, sie wichs. Bin nachts auf Galli. Woher kommt jetzt dieser aggressive Partabschnitt? 16 Jahre mittlerweile. Groß und sorg für den Tod aller Stück gleich. So zeigt bei Mula. Fick sie auf, krieg ich im Sixer. Der Harrier sucht ein Eier mit Düssel. Woll mich in Habis, sie wichs. Bin nachts auf Galli. Er hat wirklich einen Song, man merkt, Scooter ist, er hat sich nochmal Gedanken gemacht, dass er so, ja, sowas wie RSQP nochmal macht, weil RSQP hat Millionen von Streams, deswegen dachte er sich wahrscheinlich, komm, wir machen jetzt wieder das, wie mit bei RSQP, weil da gibt's auch so Stellen, die dem ähnlich sind, mit der Autotune-Stelle auch nochmal, aber RSQP ist bei weitem stärker, das ist mir so ein bisschen chaotisch und nicht gut abgemischt, leider. Ach, Digga, wartet doch erstmal. Bringt doch mit Mate die Songs raus. Digga. Das ist die Sanchez von GTA 5. Ich will nochmal kurz hier rein. Er hat sich sehr viel Mühe gegeben, das hört man einfach. Boah. Das Aggressive feiere ich null. Boah, ich finde, irgendwie kommt gut rein. Kommt gut rein, finde ich, das Aggressive nochmal, weil er so hektisch ist und du brauchst nochmal was Explosives, lässt er nochmal raus und dann, zack, wird gecuttet. Der Part wird dann gecuttet. Mich hat die ganze Zeit die Abmische so gerade, deswegen wollte ich es gerade nochmal hören, weil ich habe gerade, bin ich nochmal hier zu 1.30 gegangen und habe gesagt, blende mal diese Abmische, ne, außen vor, ausblenden, und ich habe jetzt nochmal drauf nur geachtet und es ist ein guter Song, es ist wirklich ein guter Song, ja, hier Qualität, dies und das, ich will das jetzt nicht noch tausendmal hier sagen, sonst Song, Part, Hook, alles zusammen, hat er was Geiles auf die Beine gestellt, safe. Hat er was Geiles auf die Beine gestellt. Man hätte es nur noch mal, weil ich auch mit Kopfhörern höre, man hätte es nur noch mal 2-3 Mal mehr gefühlt, wenn da stehen würde Mix Mastering bei Xandro. 7,5 bis 8. 7,5. 8, sag ich. Ich sag euch ehrlich, Shabab Scooter kriegt von mir eine 7 bis 7,5. Ja, für mich ist das meine perfekte Punktzahl. 8,5 sage ich. Für mich 7 bis 7,5. Besser als die solide 7. Nochmal 7,5. Okay. Das war's mit der Reaction zu Shabab. Schreibt mir mal gerne eure Meinung rein. Und ab der Villa. Ich freue mich. Kommt auch gerne vorbei am Sonntag. Checken wir dann die neue Icon-Folge ab. Ihr wisst Bescheid. Wir sind am Start. Ich freue mich. Ab der Villa wird es richtig losgehen. Denn auch Icon 4 haben wir erst ab der Villa so wirklich lieben gelernt. Das war's. Passt auf euch auf. Macht's gut. Haut rein und ciao.